Hier fliegt ein Schalter zu. Nicht mehr. Nein! Ich war da so nah dran. Kannst du bitte zwischendurch gespeichert haben? Nein, hat er nicht. Okay, straight. Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich immer noch auf demselben Planeten bin wie vorhin oder ob das... Ich stelle mir wieder die Frage, ob ich auf denselben Planeten bin wie vorhin oder ob es ein anderer ist. Es könnte ja auch sein, dass ich wieder ein paar tausend Jahre im Tierschlaf war und alles jetzt hier voll geregelt ist. Und deswegen die Blumen gewachsen sind hier. Ich höre den Flieger doch schon wieder. Wirklich hoffen möchte. Ich habe das Gefühl, die fliegt immer nur hin und her.
Das wäre ja gut für mich. Ich hatte gehofft, er sieht mich nicht. Na dann. Versuche ich es nochmal und frage mich wieder mal, ob ich auf diesem Planeten bin oder nicht und. Was das mit der Familie so auf sich hat. Und wer dieses Spiel entwickelt hat, oder diese Landschaft gestaltet hat. Den komischen Bäumen hier. Oh. Und alles. Und gut, dass es diesen Doppelsprung gibt. Der hat nämlich was. Das ist doch schon wieder so ein Ding. Ich sehe da hinten schon wieder den Scanner. Diesmal beobachte ich ihn etwas länger. Der wieder zurück. Gut, das heißt, hier dürfte er mich eigentlich nicht mehr finden. Es sei denn natürlich, der Haut denkt sich irgendwann auch, ich fliege mal da hinten rüber, mal gucken, was da so ist. Aber dann ist hier bestimmt ein anderer, der den Bereich hier abscannt. Mich am Rande des Ruhes liegt, das ist schon mal schön. Dann falle ich gleich in irgendein komisches Loch. Da ist mein Ziel. Und da. Geschafft.
hoch? Schaffe ich nicht. Aber darüber schaffe ich. Dann muss ich es ja da hoch schaffen. Oder da hoch. Damit schaffe ich es dann auch darüber. Und darüber. Dann sind wir dann auch hier hoch. Damit bin ich am hoch, ganz hohen Punkt und kann von oben auf den runter gucken. Und der scannt ja dann nach unten, das heißt, ich bin fast in Sicherheit. Und da habe ich einen grün gepunkteten Hirsch gefunden. Das ist wunderschön. Unglücklicherweise kannst du das nicht weitergeben, dass du den gesehen hast, aber... Ende. Zurück in deine Farbe. Ich bin weder berühmt noch gerettet. Warum geht der Kopfschmerz nicht weg? Major, we trust you have had a successful landing. As you are just here for your final mission, please get down to the main computer to be briefed. Thank you. Danke. Ich muss von dem Planeten runter. Vielleicht ist ja, gibt es ja noch eine Belohnung. Vielleicht kann ich das Shuttle reparieren. Und mein Chef sagt, ich soll zu dem Computer und... war es nicht da, um zu sehen, wie diese gezeichnet wurden. Die sind auch neu, weil vorhin war nur links, rechts war nichts. Noch ein neuer Anzug. Und ich brauche noch Geld, um für die Familie ein gutes Leben zu haben. Wieder Wasser, Essen. Wie mehr graue Paste, die Fruitessen genannt wird, noch mehr Kaffee, den ich trinke, bevor mich der Shuttle abholt. Wasser, was schön schmeckt. Und. Üben für die Übung ist die schlimmste Übung. Dann bin ich mal gespannt, was ich für eine neue Nachricht habe. Und vor allem bin ich sehr gespannt, was jetzt für ein Planet auf mich wartet. Hey Dad, nur die Kinder. I have some bad news. When we woke up in the morning, our cat Shadow died. We buried him in our yard. It was sad without you being there. I really thought you should have been there. Luckily we went to a shelter and got a new cat. She's really sweet. Hope you get to meet her someday. I hope you're alright. We all miss you. Bye. Daddy, guess what my favorite stuffed animal is? It's soft, it's white, and it's a bunny, and it's fuzzy. Do you remember that pink bunny that have still that's white and fuzzy? Today we all went to the zoo. And I saw a giraffe and a lion, you know. And I saw some cool tigers, a hippo, some little meerkats, a dolphin, and seals. I even got to see a crocodile and monkeys. I miss you, Dad. I hope we can see you at the zoo so I can show you all these cool animals. Bye. Ja, das war eine Nachricht von den Kindern, die waren am Zoo, die freuen sich darauf, dass ich bald wieder da bin. Ich bin gespannt, ob ich irgendwann mal wieder da bin. Hey, der ist ziemlich gut, wie macht er das?
Aber warum macht er das? Den Hühnern geht das einigermaßen gut. Die Hühner schauen sich weg. Wie sieht der Tank das aus? Ja, wieso hat man früher die Dinger gegessen? Weil man es konnte. Objective. Vielleicht kannst du die Korb davon zu überzeugen, dass sie nach Material suchen, aber. Sonst habe ich nichts gelesen. Und wieder durch die Plantagen. Hey, ihr wächst ja auch schön. Das freut mich. Immer mehr zu wachsen und immer größer zu werden. Nicht zum Datenbankmodul. Ist man nur aus Spaß oder passiert da auch diesmal nichts? Diesmal passiert da nichts, gut. Ich dachte, er zieht mir wieder einen von irgendwelchen Leuten, die das Korps gegründet haben. Jetzt bin ich gespannt. And welcome to Tellurus. As you know, your mission is resource collection. Once you complete this mission, you will be able to retire and devote yourself to your family. The Corps values your loyalty and has done everything possible to support your success. An AVA unit has been deployed to assist you. Good luck, Major. We are confident you will succeed and be united with your loving family. Diesmal muss ich Ressourcen sammeln. Und wenn ich das geschafft habe, werde ich zu meiner Familie geschickt, die sich wieder freut, dass sie wieder ran kann. Und weiter geht's. Gut, dass ich schon Bücher gesehen habe. Lila. Und ich darf das diesmal zu dem Shuttle gehen. Hello, I am the Ava Software version 721. Major, may I inquire as to your intentions? We have a mission to complete that does not involve your crash shuttle. We should be collecting valuable resources for the Corps to study. Are you thinking of repairing your ship? This is not part of a Corps-sanctioned mission, and it is unlikely you will find the parts you need to complete the repair. You should return to your mission parameters and wait for the rescue craft. Your file states you are pragmatic, so I'm happy you are listening to reason, and we can move on with the mission. The Corps takes care of its valued explorers. Remember, the terrain of this planet requires a jetpack to get around. Please find that nearby. Yep, ich habe das Jetpack schon genommen. Great, you have the jetpack. Let's start our official sanctioned core goal now, and put that nonsense of fixing our ship behind us. Die Mission kann mich, ich gehe als erstes zu diesen rosa Dingen. In der Hoffnung, dass mich hier auch nichts in den Allerwertesten tritt. Hey, guck mal, da fliegen große Viecher. Wow.
dieser Planet sieht ja irgendwie völlig anders aus. Und diese Hühner sehen auch sehr seltsam aus. Beeindruckend. Sie sehen irgendwie gelangweilt aus und... Worauf ist das kleine Again, nothing here. Let's move on. Nothing here? Das sind gelangweilte Vögel. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Ava kriegt im Sinne gar nichts mit, was hier läuft, aber... Egal. Ich muss hier jetzt erstmal klar wieder hoch. Und dort. Nach Ressourcen zu suchen. Ich kann ja hier hoch. Monster. Schön, wie ich Musik hier so aufgebaut. Major, you appear to be deviating from your official approved mission plan. We are supposed to be searching for resources. Scanning. You have found one of the missing parts of your ship. There are four more missing components, but it is unlikely you will be able to find them. Searching for parts of your ship will distract you from your purpose. If you continue this search, it may put you in breach of the terms of your employment. Your retirement package may be in jeopardy. When your family finds out what they have done, they may look upon you with sadness and disapproval. My recommendation is that we continue with your primary mission and abandon this search. Here's a helpful update from your HR call. You may be eligible to enroll.